Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, meine Freunde? Es ist soweit. Wir stehen wieder hier und holen das neue Auto ab. Wir geben den nicht ab, sondern es kommt ein zusätzlicher dazu. Das hatte ich euch ja erzählt, vor 2 Jahren ungefähr habe ich mir die Autos bestellt. Also den Urus vor 2 Jahren und den Mercedes irgendwie vor 1,5 Jahren, weil ich nicht immer mit dem Urus durch die Gegend brettern wollte, ne? Also das ist so eigentlich der Grund gewesen und man dann mit dem Auto, was ihr gleich sehen werdet, finde ich, das perfekte Zusammenspiel hat. Ich bin euch sehr dankbar, ohne euch wäre das nicht möglich. Ich habe gefragt, ob ihr das sehen wollt und viele wollten, also fast alle wollten das eigentlich sehen, weil das natürlich auch interessant ist für die Leute hier. Nicht alle sind Lamborghini-Fans, viele sind, also ich glaube, es gibt viel mehr Mercedes-Fans und wir gehen jetzt rein, holen den Wagen ab. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, ihr braucht nicht solche Autos, aber ja, ich fand es ganz cool einfach, dieses Auto und das andere Auto. Und was auch wichtig ist, das Auto wird so für die Zukunft auch sehr wichtig sein, weil Melina mit dem Wagen sehr viel fahren wird. Vielleicht gibt es in den nächsten Jahren 1, 2, 3 Kinder, man weiß es nicht. Und ich will nicht immer mit dem Lamborghini durch die Gegend fahren, ne? Also ich glaube, ihr könnt das verstehen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir gehen jetzt rein. Wir sind bei Mercedes am Salzufer und gehen den Wagen jetzt abholen. Zeig euch so ein bisschen alles. Wird ein bisschen kürzer als beim Lamborghini. Aber ich denke, dass es euch gefallen wird. Und viel Spaß mit dem Video. Preis und sowas wird nachher alles gesagt oder auch so ein bisschen Einzelheiten zum Auto, ne? Wie der von innen aussieht, was das genau für einer ist. Ich glaube, ihr habt im Thumbnail schon gesehen, wie der aussieht. Wir gehen jetzt rein. Es ist auch übrigens tatsächlich das allererste Auto, was ich mir bei Mercedes, ne, das ist das zweite Auto, was ich mir bei Mercedes kaufe. Ich hatte meinen CQP, den habe ich aber wieder verkauft. Aber mit den Autos ist dann erstmal, perfekt, mit den Autos ist es dann erstmal getan, ne? Dann ist das Autothema durch. Dann ist das Autothema durch, weil, Mann, Digga, das ist... So, wir gehen jetzt zum Showroom. Wir haben nämlich einen richtigen Showroom. Showroom? Nervt nicht mit meiner Aussprache. Melina ist auch am Start, weil das wird, komm mal her, das wird auch die Karre von Melina. Melina wird den Wagen auch vorfahren. Ja. Zur Grundschule hin und her mit SSIO. Und dann geht's los, 0,9 raufbrettern. 0,9! Das sind aber, sind das Scheren oder Flügeltüren? Flügel, ne? Das sind Flügel. Ja, hier stehen ein paar Bretter. Was ist denn das? S-Klasse Maybach. Aber findet ihr den so geil? Also, das Lenkrad habe ich ja noch nie gesehen. So ein Lenkrad. Aber da drin, da lässt sich gut rumkutschieren, glaube ich. Richtiges Präsi-Auto. Ja, auch die Sitze, die Sitze sind ja völlig krank. Oh, wie hier. Oh, dieses Maybach-Ding. Ne, aber das war ja zum Beispiel nicht mein Ding, muss ich sagen. Ist ein bisschen nicht mein Geschmack. Aber ist wahrscheinlich für viele da draußen ultra geil. Damit muss man sich rumkutschieren lassen. Dann bist du ein Macher. Dann hast du es geschafft. Da sitzen die ganzen Präsidenten hinten. Was wird denn hier am meisten verkauft, eigentlich? Ich glaube schon, so GLC ist ein ganz gut gehaltiges Modell. Der hier ist schön. Ist die auch zu groß? Ich finde die sogar klein, relativ, also... Ja, für deine Freundin möchte ich das. Achso, ja. Ja, wenn wir mal Kinder haben oder so. Wie, das ist doch, das Auto jetzt ist für Kinder. Das Auto hat Esra. Esra hat genau den. Der ist schön, ne? Das ist übrigens jedes. Sie ist seit 5 Jahren ungefähr meine Betreuerin bei Mercedes. Haben wir VIP-Leasing geklärt damals, als ich noch klein war. Wie viele? 21 warst du da. Ja, 21. Wie viele? Da habe ich, so gesagt, ja, ich habe auch einen blauen Haken und sowas mit 7000 Abonnenten. Ja, weniger, glaube ich sogar. Ja, ich glaube auch weniger. Am Anfang, also ich bin jetzt eh keine, die sich so gut auskennt auf Social Media, aber ich finde das schon ganz beeindruckend, was du in der Zeit geschaffen hast. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Leute, junge Leute, alle Leute, gebt Gas. Work hard, have fun, make money and then enjoy. Make money. Der war es wirklich so, sie hat nämlich betreut, wo ich ganz, ganz jung noch war. Also was heißt ganz jung? Also seitdem ich mir halt doch, hier die teureren, ja, wo ich mir die teureren Autos sozusagen ermöglichen konnte durch dieses VIP-Leasing. Gibt es das noch? Nee. Gibt es nicht mehr? Nee. Das? So in, also es gibt etwas in der Art, aber... das so in der Form gibt es das nicht. Okay. VIP-Leasing war sehr geil. Da hast du 1% vom Kaufpreis gezahlt und da war inklusive, also die Versicherung war inklusive. Genau. Es gibt sowas Ähnliches, falls du davon auch nicht Gebrauch machen möchtest. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, der kann sich dann ja hier melden. Falls da draußen irgendwelche
prominent zuguckt, könnt ihr euch gerne bei ihr melden. Wenn der Wagen dann zum Beispiel 100.000 gekostet hat, hat man 1.000 Euro pro Monat bezahlt. Das ist immer noch viel Geld, aber im Vergleich zu, also wenn du das ganz normal leasen würdest, ist das... Das ist das weltbeste Angebot. Das ist, ich glaube, es gibt es nirgendwo auf der Welt, was es toppen kann. Also wir sind eigentlich die Besten gewesen. Das ist wirklich so, ne? Ich meine, das ist total im Ernst. Ja. Hat auch total Spaß gemacht. Es war total unkompliziert, ne? Ja, war wirklich so. Ja, ganz entspannt. Auch Abgabe und sowas, ne? Ja. Also das war auch sehr entspannt. Daran, dass du deine Autos so gepflegt hast. Das ist natürlich kein Problem, ne? Bei den Autos, also ich muss sagen, da habe ich immer wirklich aufgepasst. Ich hatte auch noch nie einen Unfall, ein Glück. Also da war nie etwas dran. Also wirklich sehr vorbildlich. Ein vorbildlicher Fahrer. Also Leute, nehmt euch ein Vorbild. Das ist doch kein Ärger. Okay, wir gehen jetzt zur Fahrzeugübergabe. Und das ist da hinten. Oh, jetzt sind wir in der Heiligen Halle. Aber doch, meine Mama hat den auch, das sah auch hier so aus. Meine Mama hat ja auch eine A-Klasse bekommen und meine Schwester hat auch eine A-Klasse bekommen. Und ich war leider nicht in Berlin, als sie den abgeholt hat, sonst wäre ich da auch am Start gewesen. Und sie hat hier auch so ein Bild gehabt. Vielleicht schicke ich das mal und blende ich ein. Das war auch, da war sie voll geflasht, sie hat mir so einen richtig langen Text geschrieben. Meine Mama auch noch nie, also eine A-Klasse ist ein cooles Auto. Und sie hatte sowas halt vorher noch nicht, ne? Und da war sie auch sehr froh. Es war auch hier so ein Ding. Beim GT, mit Sydney waren wir hier. Oh... Ja, das sieht schon geil aus. Warte mal. Die Rosen. Ja. Melina freut sich auf die Rosen, die da liegen. Aber ist doch schon ganz schön groß, oder? Ja. Kriegst du das hin? Ja. Ja. Guck mal hier, für dich habe ich auch etwas. Melina, die Blümchen, für dich die Schlüssel. Oh, sehr gut, danke. Das ist der Schlüssel. Aber sieht sehr schlicht, aber clean aus. So ein die Farbe, bevor wir abziehen, schwarz, das ist ja auch der größte Fake, ne? Grau, das ist doch kein Grau. Ich hatte immer so, meine Lieblingsfarbe war immer schwarz bei Autos. Und dann habe ich bei Dennis Schröder einen schwarz-matten Wagen gesehen. Das war der Urus und ich finde schwarz-matte Autos so cool. Erstmal wollte ich den grau-matt machen, ne? Also so hellgrau, wie der C63. Aber dann habe ich mich irgendwie für schwarz-matt entschieden, dass beide Autos schwarz-matt sind. Und sehen dann so böse aus, weißt du? Und von innen weiß. Ja, glaube ich, ich hoffe. Auf jeden Fall hellgrau. Das sieht aus, also es ist außen angeblich dunkelgrau und innen ist es hellgrau. Aber in echt fand ich, auf jeden Fall, sah es aus wie schwarz-matt und weiß von innen. Fand ich. Aber sieht auch geil von innen aus. Aber ganz wichtig, dieses Fahrzeug hat ja von außen das Carbon-Paket und das macht jetzt, dazu sieht das mit dem Graphit-Graumarkt nur nochmal besonders toll aus. Ja. Ich würde sagen, wir zeigen euch mal das Auto und gehen dann auf die ganzen Sachen mal ein. Wo soll ich stehen? Immer die Auto-Reaction. Ich hab das Auto schon 100 Mal gesehen, ne? Ja. 3, 2, 1, go. Yeah, let's see how you do under pressure. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me, but all that I'm on to the next. Yeah. Lift this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Guck mal, unser Nummernschild. Das ist unser Nummernschild. Ja, sieht super geil aus, ne? Das sieht aus wie schwarz-matt, nicht hellgrau. Dunkelgrau, finde ich persönlich. Auch hier. Hä, hier ist ja, das Logo sieht ganz anders aus. Ein Falterbach AMG-Logo. Lol, das war bei den anderen aber nicht. Das war safe nicht. Bei dem GT, bei dem Zweitürer war es nicht. Warum ist der hier? Bei den anderen AMGs war das hier nicht, oder? Mit dem Logo hier? Ja, das ist, glaube ich, noch relativ neu. Das ist ja geil. Hier sieht es auch richtig geil aus. Gelbe Bremssättel. Beim Urus sind es rote, aber ich wollte mal da gelb machen. Wurde mir auch so empfohlen, fand ich immer. Also sieht auch geil aus, finde ich. Von innen ist der weiß, ja. Oder beige auf jeden Fall, mit ein bisschen schwarz. Das Einzige, was mich an dem Wagen, jetzt ist es Meckern auf hohem Niveau, ein bisschen gestört hat, war, dass ich nicht das Night-Paket auswählen konnte. Weil hätte ich das Night-Paket ausgewählt, hätte ich nicht das Carbon-Paket irgendwie auswählen können. Das ist, irgendwas war da auf jeden Fall. Sonst wäre das hier auch schwarz. Aber das ist eine Kleinigkeit. Sonst mit denen, dass das hier auch so glänzt, finde ich.
Das ist geil. Das ist beim Urus zum Beispiel nicht so. Und hier hinten der Carbon-Spoiler. Der sieht auch richtig fett aus. Von hinten. Ich bin mal auf den Sound gespannt auch. Das sieht schon wirklich sehr edel aus. Also sieht in echt auch, finde ich, besser aus als auf Bildern. Wir werden gleich mal von innen reingucken. Hier nochmal die Felgen. Ist auch immer so eine Sache, ne? Bei den Felgen, für was man sich entscheidet. Ist auch immer schwierig. Die Außenspiegel auch mit Carbon. Generell ganz schön viel Carbon. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, weil das wird jetzt viele, denke ich mal, wieder triggern. Nüsse. Ach so, ja. Nüsse. Wow. Nüsse. Doch, keine Polierpaste. Niederlassung. Dankeschön. Das ist ja von innen. Ich muss mir noch alles einstellen, weil so ist es ein bisschen klein. Saßt du hier schon drin, Melina? Gefühlt schon, von den Sitzeinstellungen. Ich muss mir auch noch mal alles erklären lassen. Ich habe mich von innen entschieden, dass das hier auch matt sein soll und nicht dieses Glänzende. Finde ich irgendwie edler. Wenn hier, glaube ich, alles an ist, ist auch cool. Jetzt kommen wir auch noch zu einer Sache, die mich gestört hat, aber die ich, denke ich, ändern lassen werde. Das Lenkrad ist weiß. Ging aber nur... Hey, also, ich finde das voll schick. Findest du weiß schick? Ich würde es erstmal lassen und wenn es irgendwann so Flecken hat oder so, dann kannst du es ja immer noch wechseln. Ich wollte das Lenkrad haben, was mit Carbon ist. Bei Mercedes kann man immer nur so Pakete halt. Ne? Wenn du das nimmst, kannst du nicht das andere nehmen. Aber ist ja, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Aber das werde ich auf jeden Fall, denke ich, wenn es mich irgendwann nerven wird, ändern. Das geht. Aber sonst, wir können gleich mal auch den Motor anmachen. Man hat wirklich viel Platz und die Sitze sind ultra geil. Ich stehe mal aus. Das sind die geilsten Sitze, in denen ich jemals in einem Auto saß. Die habe ich von Sydney. Sydney hat die auch. Bei seiner E-Klasse. Sind ja momentan kein Führerschein. Aber er hat diese Sitze auch, die sind ultra gemütlich. Ich schwör's dir. Wie heißen die? Multikontursitze. Richtig geil. Auch mit einer geilen Massagefunktion. Die Soundanlage habe ich auch die beste genommen. Burmeister Soundanlage. Und die ist auch sehr cool. Kannte ich schon aus den anderen Autos. Und alles in allem würde ich sagen, ist das ein ultra geiles Auto. Ich freue mich sehr und fahre natürlich vorsichtig. Bin auf die nächste Zeit auch gespannt, auf was ich mehr Lust habe. Ne? Ob ich dann mit denen oder denen fahre, weil ich werde den fahren, der, sag ich mal, für die Situation besser ist. Aber weißt du, was ich meine? Ich wollte nicht überall immer mit einem Urus hinfahren. Ich generell, so diese weißen Akzente finde ich voll geil. Wie ist der Sound? Es ist ja, kann man sagen, es ist ein S63, also 63S, GT63S und kein E, kein SE. Da war auch kurz die Überlegung da, aber ja, wir machen... Das denke ich so richtig. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die auf den SE schwören, aber keine Ahnung. Ich bin noch nicht gefahren. Den bin ich schon ein paar Mal gefahren tatsächlich. Jordan hatte den auch mal. Da bin ich ihn nicht gefahren, aber da fand ich ihn auch ultra geil. Gut, wir machen den erstmal an. Ach, guck mal hier, das habe ich auch wieder. Ich kann hier die ganzen Modis verstellen. Sport Plus, Sport, Komfort. Individuell. Wenn ich nachher alles einstelle mit der Ambientebeleuchtung, dann werdet ihr auch sehen, wie cool das alles hier von innen aussieht. Das glaube ich auch in der Nacht ist sehr geil. Das ist richtig ungewohnt, so niedrig auch zu sitzen und nicht so, also das ist ja auch ein großes, langes Auto, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie, ich fahre ja den Lambo jetzt seit, keine Ahnung, 8 Monaten, 7 Monaten, das ist voll ungewohnt. Ich mache nochmal an, ich mache mal einen Soundcheck. Ja, doch, der schallert auch gut rein. Der schallert auch sehr gut rein. Aber wir wollen ja hier nicht übertreiben. Muss man auch wieder einfahren. Hier steht immer diese Erinnerung. 1500 Kilometer einfahren. Das wird auch wieder ein Bruch. Aber ist wichtig. Sollte man machen. Vorher nicht so krass raufdrücken. Ja, ja. Ist ja jetzt auch meins, ne? Da muss ich aufpassen. Kann ich einfach nicht abgeben. Ja. Ein paar technische Daten oder sowas, ne? Wie viel der gekostet hat. Gekostet hat der Wagen 217.000. Und ist sehr viel Geld, Freunde. Ja, ich weiß. Es ist kein Leasing auch. Es ist gekauft. Es ist ein gekauftes Auto. Also der Wagen gehört mir. Und das ist schon auch ein geiles Gefühl, jetzt auch so ein Auto natürlich zu besitzen. Wie gesagt, man braucht sowas alles gar nicht, aber ich fand einfach die Kombi sehr cool. Und technische Daten, 639 PS. Der Wagen hat 639 PS, also ein bisschen weniger nur als der Urus. Verbrauch anscheinend um die 15 Liter, würde ich jetzt mal, wenn man richtig fährt, also der GT Zweitürer hat 21 verbraucht und das war angegeben, waren da 12. Also wenn man diese Angaben, ne, das ist alles immer, ne, wenn du dann ganz normal fährst in der Stadt, ist immer viel, viel mehr, fand ich immer bei den anderen Autos. Und ja, das war dazu, also es ist kein Leasing, den Preis hatte ich euch gesagt, wie viel PS, das sind wahrscheinlich die meisten Sachen, die hier interessieren, wie viel Newtonmeter und was weiß ich, wie Heckraum und keine Ahnung was, müsst ihr euch dann bei den Profis angucken, gibt's hier nicht. Und ja, das dazu. Okay, was ich jetzt schon mal wirklich direkt sagen kann, ist, ich brauche ein neues Lenkrad. Ich finde das total toll, das Lenkrad. Ich finde das richtig schick. Das kann ich ja in mein Fiat einbauen. Das weiß ich jetzt? Ja, ich mag das. Es hat halt Lenkrad, Heizung und so, meinte sie noch, aber so an sich finde ich wirklich schwarz so, besser. Ja, schwarz besser. Oder ich mache mir halt dieses, ich will dieses Carbon-Lenkrad, aber es geht. Aber das ist meckern auf hohem Niveau. Was machst du? Was fährst du? Ich wollte es lila machen. Lila? Ich finde lila irgendwie geil. Ja, so.
Okay, das ist anders. So, also für dich jetzt auch mal zuhören. Ja? Das ist ja auch meine Lehrstunde hier. Also das mit ist dem Rückwärtsgang. Großen Rückwärtsgang hoch. Nochmal. Bremse drücken. Nach unten ist Drive. Nach oben ist rückwärts. Oder Parken kann ist ich das nicht auch hier einstellen? Nee. Weiß ich nicht. Auf jeden Früher Fall. Konnte, also bei deinem anderen konnte man hier irgendwie den Rücken. Ja, das war anders. Beim GT war das anders. Aber hier ist doch immer Scheibenwischer. Hör jetzt bitte hin. Einfach runter für fahren, rückwärts für rückwärts. Und wie also mache ich P? Raufdrücken. Der Wagen fühlt sich so klein an irgendwie, obwohl er auch voll groß ist. Der ist riesig. Ja, aber im Vergleich so hier alles, so da und hier und so, da habe ich viel mehr Platz. Immer wenn ihr auch ein neues Auto habt, da braucht ihr immer ein bisschen, um reinzukommen. Interieur bei Mercedes ist immer sehr cool. Und wir haben so ein Dach, was aufgeht. Ist kein Panoramadach, aber Schiebedach, hui. Aber ihr könnt ja mir gerne auch eure Meinung zum Auto reinschreiben. Echt. Sagt gern, wie ihr es findet, Leute. Also ich weiß, Auto ist auch so eine Sache. Manche fanden den C63 nicht cool, manche finden irgendwelche Audis nicht cool, manche finden das nicht cool. Mir persönlich gefällt das Auto wirklich sehr. Und das sage ich, glaube ich, jetzt zum dritten Mal, ist sehr geil zusammen mit dem. Weil dann hast du, bei dem hast du ein SUV, meiner Meinung nach den geilsten. Und hier hast du eine sportliche Limousine. Weißt du, da bist du eine sportliche Mama, wenn hier hinten die Kinder drin sitzen. Das ist nicht so dieses, man hätte auch, ne? Aber S-Klasse ist nicht so meins. Audi RS7 ist auch wahrscheinlich jetzt hier für viele der Punkt, wo alle sagen, boah, der Audi RS7 ist geiler oder irgendein, keine Ahnung. Ich denke aber, oder mir persönlich gefällt dieses Auto einfach mehr. Ja, ist doch. Auch wie es hier so aussieht, weißt du, es ist gemütlich. Ja. Es fühlt sich nicht so geisteskrank an wie so ein richtig krass sportliches Auto. Aber man kann die, glaube ich, auch auf den Sport Plus Modus. Und ich glaube, jetzt scheppert der. Da sind auch Auspuff. Ach ja, hier, wenn du ein bisschen flexen willst, machst du das hier an. Darf ich mal? Das ist schon an jetzt. Ach so. Das ist an. Hier kannst du auch richtig einstellen. So. Das kenne ich noch von den anderen Autos. Hören wir den Sound? Das Wichtigste ist natürlich, dass man von A nach B kommt, Leute. Wirklich allein schon ein Auto ist purer Luxus. Ja, sie hat gerade das Problem. Ja, also ich merke gerade, dass ich mein Auto wirklich für selbstverständlich gehalten habe. Boah, aber der scheppert es schon. Also ich bin jetzt hier gerade im Sport Plus. Brumm, brumm. Ich muss den ja auch erstmal einfahren. Ne? 130 Kilometer hat er runter. Bis jetzt? Das kann gar nicht sein. Ah ne, stimmt, warte mal, stimmt nicht. 130 Kilometer kannst du noch fahren. Ja, hier ist alles ganz anders. Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Und ich muss sagen, toi toi toi, ich hatte noch nie Probleme auch mit Mercedes. Also die Autos, die ich bis jetzt, ich bin jetzt glaube ich 3-4 Autos von Mercedes gefahren. Das ist wirklich so, die haben, also die Qualität des Autos an sich, ob das jetzt auch eine A-Klasse ist oder sowas, ne, sind wir dahingestellt. Oder was auch immer, die haben immer echt super, super Qualität. Also das Auto macht keinen Stress und das ist halt mit das Coolste. Da rechts ist übrigens der Urus. Der fährt gerade, der Niki fährt den gerade nach Hause. Soundcheck. Ja, den aber wir dürfen das Fenster nicht aufmachen, weil da hängt die GoPro dran. Niki hat Spaß, glaube ich. Ja, Niki hat da Spaß drüben. Aber ich war überrascht. Also der Sound hier ist auch wirklich gut. Ich hatte vorhin in der Halle das angehabt, ein bisschen raufgedrückt. Und jetzt auch hier, wenn ich runterschalte, die Fehlzündungen, die scheppern auch schon gut rein. Die Fehlzündungen? Was heißt das? Ja. Fehlzündung klingt dieses so. Dieses. Ich muss jetzt, wenn ihr das Video seht, ich muss in 25 Minuten live sein, weil ich einen Traum habe. Ach, eine Sache auch nochmal, die ich erwähnen würde. Es kann sein, dass dieses Auto, auch wenn ich das gerade so ganz halt hochjubel und sowas, dieses Auto ist, also den Urus, wenn es finanziell weiterhin gut läuft, würde ich niemals den Urus verkaufen, weil das ist wirklich mein absolutes Traumauto. So dein Baby? Das hier, den Wagen finde ich richtig geil, finde ich, ist mit das coolste Auto bei Mercedes. Ich weiß, manche G-Klasse, GLE oder C63, aber das finde ich, ist mit das coolste Auto, hat alles. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich eventuell auch mal andere Autos irgendwann testen wollen würde, ja, und dass der dann vielleicht nicht immer am Start ist. Weißt du, was ich meine? Ich war ganz lange am Überlegen, ob der hier oder ein Panamera Porsche Turbo S, glaube ich, heißt der. Oder halt auch den Audi RS7. Aber ich will jetzt nicht 4 Autos oder so haben. 2 Autos ist gut. Also ist Luxus braucht man nicht. Aber wenn du halt so ein, wie gesagt, finde ich ein guter Ausgleich, wenn du nicht immer mit diesem Brett da durch die Gegend fahren willst. Das ist auch ein Brett. Ja, ist es. Aber weißt du, wie auffällig dieses, also ihr seht ihn gerade nicht, aber dieser Urus, der ist so richtig auffällig und laut und weißt du was, wie das aussieht, das kommt mir ja immer gar nicht so vor. Der ist auch sehr auffällig, ne? Das hört sich alles so dumm an,
Aber auch, kann man nicht vergleichen mit dem, finde ich. Das ist hier übrigens Ben. Das ist stimmt, das ist Ben Upgrade. Wir meinten schon zu Eli, Ben hatte so ein bisschen Lebenskrise und ist ins Ausland, hat da ganz viel Sport gemacht und kommt jetzt wieder aufgetuned zurück. Das ist wirklich, er ist aufgepumpt zurückgekommen. Der hatte eine Downphase. Leute, seid ihr eigentlich so Personen, die andere reinlassen oder seht ihr das nicht ein? Weil manchmal denke ich mir, vielleicht wusste die Person das nicht, dass sie hier abbiegen muss oder vielleicht wusste sie nicht, dass die Spur da zu Ende ist und dann lasse ich die Leute immer rein. Außer das sind so Vordrängler, dann versuche ich nicht, die reinzulassen. Ich lasse immer rein, ich bin gechillt. Was mich nur nervt, ist, wenn mir immer Leute in meinen Sicherheitsabstand fahren. Ja, interessant, coole Sache. Wie ist das so? Als Beifahrer? Guck mal hier, das sieht schon cool aus. Ah, hi. Das sieht schon cool aus, oder? Ja, ich finde das Hammer. Ich finde das total komfortabel. Ich finde von innen aber tatsächlich ähnlich zu deinem anderen, den du hattest. Klar, die Farben sind anders und so die Details, aber... Aber hier so, das sieht schon cooler aus. Ja, ja. So das hatte der alte nicht in der Mitte, nee. Ne? Der hatte das an den Seiten, ja. Tankreserve? Geil, Mercedes, geben die mir den leer. Das ist ja top. Geben die mir den leer. 220.000 und geben mir ein leeres Ding. So, Freunde, ich habe gerade nochmal 10 Stunden gestreamt, habe vergessen, ein Outro zu machen. Das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wollte mich nochmal an der Stelle bedanken. Ich bin sehr froh, dieses Auto, habe ich glaube ich jetzt schon 2-3 Mal gesagt, fahren zu dürfen, dass es jetzt auch in meinem Besitz ist. Ohne euch wäre das nicht möglich. Wir wissen natürlich, dass das nicht selbstverständlich ist und ich weiß das sehr zu schätzen. Nehmt euch bitte daran kein Beispiel, ne, dass wenn ihr irgendwie ein anderes Auto habt, dass das nicht gut genug ist. Immer wenn man ein Auto hat, ist cool und das wollte ich nochmal gesagt haben. Ihr könnt gerne ein Like auf dieses Video hier da lassen, wenn euch das gefallen hat. Vielen Dank, abonniert diesen Kanal, wenn ihr mit auf die Reise kommen wollt in meinem Leben. Ich habe noch einiges vor. Das war's, schlaft schön. Ah ja, okay, gut, schlaft schön, passt. Ihr habt einen schönen Tag, wieder. We'll be right back.